Der Vertrag ist unterzeichnet. Nach 2 Jahrzehnten ist es fix. Die Stadt Leonding bekommt eine Einhausung für die Westbahnstrecke. Es geht um die Verbindung der Stadt. Das war dann auch das Argument, das beim Ministerium irgendwie auf Verständnis gestoßen ist. Und das Land Oberösterreich hat sowieso immer gesagt, wenn es eine Einigung gibt, finanzieren Sie mit. Rund 108 Millionen Euro kostet das Vorhaben. Zwischen Stadt, Land und Bund werden die getrittelt. Die Weststrecke ist einfach die zentrale Achse. Und Infrastruktur an der Weststrecke verbessern, so dass man einen Mehrwert für die Stadtgemeinden und insbesondere jetzt hier eben für die Stadtgemeinde Leonding hat bei diesem Infrastrukturausbau. Das ist dann ein Projekt, das für alle einen Mehrwert hat. Und es geht aber auch darum, einer unserer größten Städte eine Entwicklungschance zu geben, nachdem die Westbahn hier mitten durchs Stadtgebiet geht. Und darum war uns das wichtig und wir haben verlässlich auch die Zusage eingehalten, dass wir ein Drittel bei diesem Projekt mitfinanzieren. Die von der Stadt gewünschte Tieferlegung der Schienen wird es nicht geben. Statt den geforderten 525 Metern werden es 360. Eine Kompromisslösung. Nach fast 20 Jahren diesen Kompromiss zu haben, ist gut. Es ist die Zukunft nicht verbaut. Denn es soll ja so gebaut werden, dass, wenn es notwendig wird in der Zukunft, man das weiter verlängern kann und ausbauen kann. Mit dem heutigen Beschluss verhindern wir das Schlimmste. Wir schaffen es, dass der Nord-Süd-Teil mit der Bahn nicht so getrennt wird, wie es ursprünglich die ÖBB vorhatte. 250 Meter der Einhausung werden begrünt. Geplant sind Übergänge für Rad- und Fußgänger, Lärmschutzwände entlang der Strecke und der Leondinger Bahnhof wird neu. Dieses Modell ist somit bald Realität.